Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Lecker Schmecker Küchenfee. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich mache euch ein neues Video. Und zwar habe ich heute Mittag schon mal versucht, vegane Gummibärchen zu machen. Und da der Versuch ganz gut geglückt ist, außer dass er nicht süß genug war, habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt gleich nochmal für euch. Wir brauchen dafür irgendwelche Formen, wo das rein kann. Man kann sie natürlich auch gerne Gummibärchenformen organisieren, kaufen, gibt es bestimmt alles. Aber ich nehme gleich die, wo ich auch meine Schokolade drin benutze. Und zusätzlich brauchen wir zumindest, wenn ihr Fruchtgummibärchen machen wollt, so ein ganz kleines süßes Sieb. Weil wir wollen keine Fruchtfleischstücke drin haben. Also könnt ihr gerne machen, aber ich glaube, das ist ja nicht ganz so doll oder nicht ganz so lecker, aber weiß ich nicht. Ich habe jetzt vor, welche mit Ananassaft zu machen. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass kein Zucker drin ist, weil wenn wir uns schon die Mühe machen und Gummibärchen selber produzieren, weil wir natürlich ohne irgendwelchen blöden Zuckerzusatz haben. Sprich, wir haben einen Saft, ihr könnt auch frisch gepressten Saft nehmen, also Ananas nehmen, schälen, klein machen, pürieren und dann durchs Sieb durchdrücken. Ihr könnt aber auch so faul sein, wie ich es gerade bin und einfach Ananassaft nehmen. Dann brauchen wir benutzen ja keine Gelatine, weil es sind vegane Gummibärchen. Ich zeige ungern Produkte in die Kamera, ich mache es in diesem Fall mal. Also das wäre eine Variante an einem pflanzlichen Geliermittel. Und was kommt da noch rein? Zum süßen Agavendicksaft und dann noch der Saft von einer halben Zitrone. Das muss ich jetzt gleich noch auspressen. Dann kommt das alles zusammen in einen Topf, welche Wunder. Und dann wird das Ganze erhitzt. Erhitzen? Entschuldigt, mein Kopf ist heute nicht ganz so da. Also, genau, wir tun alle Zutaten in den Topf, wir rühren sie schön um, dass keine Klumpen entstehen und lassen es 2 Minuten lang köcheln, danach runterdrehen, noch ein bisschen quellen lassen und dann könnt ihr das eigentlich schon in die Form reintun und dann so für circa 2 Stunden ab in den Kühlschrank und dann essen. Ihr könnt es natürlich mit jede Menge anderem Saft machen oder mit Cola, das haben wir heute versucht, oder ja, wozu auch immer ihr Lust habt, wie chemisch es sein soll oder wie natürlich, eurer Fantasie und Kreativität sind wir wieder keine Grenzen gesetzt. Also ich fange jetzt an, die Zitrone noch auszupressen und alles zusammenzurühren. So, wenn ihr das alles zu einer glatten Masse zusammengerührt habt, kann das eigentlich schon ab auf den Herd und köchelt dann einfach. Ich sehe nur gerade, hier schwimmt noch was drin, was ich denn nicht haben möchte. Angeln wir mal kurz raus und ich mache noch kurz den Test, wie süß es ist. Es ist nicht der gleiche Fehler passiert wie vorhin. Ich mache einfach noch mal ein bisschen Agave dazu. Okay, und jetzt geht's ab auf den Herd. Wie gesagt, 2 Minuten soll es köcheln. So, ich muss es jetzt schon eher runterdrehen, weil es geliert jetzt schon gut in meinem Topf. Nee, ihr könnt das nicht sehen. Okay. Ein bisschen rühren, dass ihr auch diesen Schaum, der sich oben drauf bildet, einfach mit unterrühren könnt. Damit es dann auch wirklich lecker und appetitlich aussieht. Ich fülle es jetzt einmal noch um, weil ich mit diesem Ausgießstutzen da einfach ein bisschen besser in die Form reinkomme. Das füllen wir jetzt ganz schnell um, weil es wird jetzt schon fest. Also hierfür einfach die Silikonform nehmen. Ihr könnt auch Eiswürfelförmchen benutzen natürlich. Und dann füllen wir das einfach gleichmäßig in die Form rein. So, da kann ich jetzt den Geschmackstest machen. Also, die schmecken besser. Wie die Cola-Fläschlein.
Das Ganze geht jetzt ab in den Kühlschrank. Dafür hole ich euch mal die Cola raus, dass ihr das sehen könnt. Denn die ist jetzt auch schon richtig hart. Okay. Also, ähnliche Form. Ihr seht da drin, glaube ich, ein bisschen wappeln. Und das Schöne ist, wenn ihr genug Gelatine benutzt, flutschen die von alleine raus und sind dann wirklich, sehen aus wie kleine Stücke Schokolade. Aber nein, es ist tatsächlich Cola-Wackelpudding. Die sind lecker, aber mir persönlich sind sie einfach nicht süß genug. Ich bin, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen verwöhnt von diesen ganzen Industriesüßigkeiten. Aber das wäre halt wirklich eine Möglichkeit, Süßigkeiten selber zu machen, ohne so diesen ganzen großen Quark an Zucker und Farbstoffen und weiß ich nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch drin haben, ist natürlich das pflanzliche Geliermittel, aber ohne dem funktioniert es nicht. Also hat man die Wahl, entweder verzichtet man ganz auf Süßkram oder man geht noch den Kompromiss. Aber ich denke, so habe ich einen leckeren Kompromiss gefunden. Und ich hoffe, ihr probiert es aus. Vielleicht berichtet ihr mir auch davon. Ihr wisst, wie immer, liken oder Kommentare sind gerne erwünscht. Und ihr könnt mir auch gerne bei Facebook folgen unter Leckerschmecker Küchenfee. In diesem Sinne, liebe Grüße, eure Küchenfee.